Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Klerik und ihr seid hier auf meinem Krypto-Kanal. Das Video ist jetzt ein bisschen außerhalb der Reihe. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen, die ja, sich Sorgen machen. Der DeFi-Preis, der fällt. Es ist ja nicht so wie gedacht. Und ja, was soll ich sagen? Ja, Junganleger haben Angst, ist klar. Ihr seid jetzt frisch eingestiegen, keine Ahnung, letzte Woche, vorletzte Woche, als dieser große Bullrun anfing und seid jetzt voll dabei und auf einmal seht ihr, es geht wieder runter. Aber die Börse ist kein Weg nach oben. Die Börse hat Wellen, die kommt wieder runter. Und ich habe, falls wer das Video mit den 1000 Dollar passives Einkommen erreicht, gesehen hat, der sieht, dass ich dort gesagt habe, dass bis zu 3 Dollar Korrektur sogar noch eine sehr gesunde Korrektur ist. Das heißt, es ist alles in Ordnung. Wir haben nun mal jetzt, gucken wir uns mal den Chart an, wir haben nun mal in Bitcoin jetzt in den letzten 7 Tagen einen Abverkauf gehabt und dieser Abverkauf in Bitcoin, der nimmt jeden einzelnen Coin mit runter. Wenn wir jetzt die Coins uns angucken, sind alle komplett, gehen sie ins Minus. Das ist ganz normal. Und der Bitcoin wird sich irgendwo fangen. Und dann werden sich alle anderen Coins auch fangen. Aber wenn ihr mal guckt hier, wenn ihr auf die letzten 3 Monate guckt, wie der Bitcoin jetzt hier hochgegangen ist und diese ganz kleine Korrektur hier gemacht hat, das stört doch niemanden. Ganz ehrlich, der wird weiter hochgehen. Und wenn wir uns den DeFi-Chain jetzt mal angucken, auf die letzten 7 Tage, wie er hier runterverkauft hat, und dann denkt man, oh mein Gott, der ist ja so viel gefallen, der war hier bei 3,45 und ist jetzt hier auf unter 3 Dollar gefallen. Aber jetzt schaut ihr euch mal auf der ganzen Länge an vom DeFi. Und ihr seht hier, dass er seit dem letzten Tief am 22.07. hochgekommen ist, dann wieder abverkauft, hat nicht ganz das Tief geschafft, wieder hochgekommen, hat kurz das Tief angehettet und ist direkt hochgelaufen. Und jetzt gerade, was er tut, ist wieder das letzte Hoch anzutesten. Und das letzte Hoch liegt hier ungefähr bei 3 Dollar. 2,95, 2,92. Und da ist er jetzt genau abgeprallt und will jetzt hier wieder durchstarten nach oben. Das heißt, es ist nichts verloren. Es ist alles ganz gesund. Es ist schön. Macht euch da keine Sorgen. Es sieht wirklich gut aus. Deshalb, also wer einsteigen wollte letzte Woche, da hat sich jetzt nichts verändert. Da ist diese Woche genauso schön einzusteigen. Oder sogar noch schöner, weil ihr jetzt eine schöne Korrektur mitgenommen habt. Das heißt, so müsst ihr das sehen. Es ist ja ein Einstieg. Es ist ja nicht, oh mein Gott, ich muss panisch jetzt meine ganzen Coins verkaufen, sondern es ist ein, ja, der Preis ist runtergekommen. Ich habe endlich die Chance nachzukaufen. So müsst ihr das sehen. Deswegen macht euch keinen Stress, wenn ihr eh einsteigen wolltet, macht das. Es lohnt sich, weil jetzt gerade auch bei KickDefi zum Beispiel eine Aktion ist, dass ihr 11 Dollar mehr bekommt bei eurer ersten Einzahlung und nochmal 11% drauf bis Ende des Monats. Das bedeutet also, keine Ahnung, ihr habt zum Beispiel 100 Dollar eingezahlt, dann kriegt ihr nicht nur diese 30 Dollar plus 11 Dollar nochmal drauf, die ihr für die Anmeldung eh bekommt, wenn ihr meinen Link benutzt, sondern ihr bekommt auf eure 100 Dollar dann nochmal 11% gutgeschrieben. Das heißt also nochmal 11 Dollar. Und das ist eine coole Sache, gerade wenn man wirklich einsteigen wollte, dass sich eh die letzten Tage überlegt hat und nur auf diese Korrektur gewartet hat. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ne? Also, ich finde es schön, dass ihr mir schreibt. Ich finde es schön, dass ihr euch Sorgen macht. Das heißt, ihr seid in diesem Investment drin und freut euch. Aber ein Investment ist ein Investment. Das bedeutet, man beschäftigt sich einmal damit. Dann hat man einen groben Überblick. Dann weiß man, was das ist. Dann investiert man. Und dann beschäftigt man sich am besten gar nicht mehr damit. Weil dann muss das Investment arbeiten. Ein Investment darf dich nicht durchgehend beschäftigen. Du musst nicht jeden Tag den Kurs beobachten und so. Das ist dann kein Investment. Dann bist du mit dem verheiratet. Und das sind wir alle nicht, sondern wir haben investiert, wir wissen, in was wir investiert haben, wir sind bullish, was den DeFi angeht und wir informieren uns auch, was Neues dazukommt, weil wir das nutzen wollen. Aber wir müssen nicht jede 2 Stunden auf den Chart gucken und oh mein Gott, er hat jetzt wieder 2 Cent gefallen. Das interessiert uns gar nicht. Ne? So viel so als Tipp am Rande. Deswegen, falls ihr euch unsicher seid, klar, schreibt mir gerne Mail, ich beantworte sie, aber macht euch keine Sorgen. Alles klar, das war's von mir, ganz kurz heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, macht's gut.